Der gestrige Handelstag war ein ziemlich dicker Warnschuss für die Aktienmärkte. All das ein bisschen kaschiert durch den Exzess um die Nvidia-Aktie. Gestern auch sehr, sehr starker Anstieg der Rohstoffpreise. Größter Anstieg seit Oktober. Wir sehen Gold, Silber, Öl vor allem steigt an. Wir sehen, dass Geld wieder teurer wird, weil die Renditen deutlich ansteigen. Warum steigen die Renditen an? Dazu gleich mehr. Jedenfalls sehen wir eine Situation, in der die Indizes insgesamt durch die schiere Marktmacht, vor allem von einer Nvidia, die Marktschwere oben gehalten werden. Wir wollen uns aber mal die Brüche und Risse unter der Oberfläche anschauen und gucken, wie die aktuelle Lage derzeit ist. Wir starten zunächst mal mit der Heatmap des S&P 500 und wir sehen, das einzige mehr oder weniger neben Energieaktien, die gestern positive waren, sind Tech-Aktien, vor allem Nvidia mit einem Anstieg von um und bei 7%. Apple hat die Gewinne weitgehend wieder abgegeben. Trotz der Meldung, dass die Shipments, die Verkäufe in China 52% wieder gestiegen seien, nachdem sie vorher drastisch gefallen waren, weil das Ganze auf die Marge geht. Das ist dann den Investoren auch aufgefallen. Aber hier sehen wir mal unten in diesem Chart den Vergleich zwischen der Nvidia-Aktie und dem Dow Jones. Der Dow Jones geht nach unten, Nvidia geht nach oben. Das gilt mehr oder weniger insgesamt für den Markt. Fast alles fällt, nur Nvidia und ein paar andere steigen. Hier sehen wir mal den Equal Weight Index, also dort, wo alle Aktien gleich gewichtet sind. Da ist von Anstieg nicht viel zu sehen und auffällig ist das, was Sie unten sehen. Wir haben hier, oder was Sie hier sehen, ist ein Chart, der bemisst, wie viele Aktien über der 200-Tage-Linie sind, mithin also ein positives Setup haben oder wenn sie unter der 200-Tages-Linie sind, ein negatives Setup haben. Die Amerikaner achten sehr stark auf diese 200-Tages-Linie und wir haben gestern bei diesem Index 7% verloren. Das heißt, von 100 Aktien sind es 7 gestern unter ihren 200-Tages-Durchschnitt gefallen und das, obwohl der Index knapp vor Allzeithoch steht. Also das zeigt, dass die innere Struktur, selbst beim Nasdaq 100, wo ja große Tech-Aktien versammelt sind, schwächer werden. Hier sehen wir der Dow Jones gestern 0,5% im Minus, der WIX 8,3% gestiegen. Gestern Nasdaq auch gestiegen, S&P weitgehend unverändert. Wir sehen, Energie und Technologie waren gestern die Marktführer. Und ja, es ist richtig, wenn der S&P 500 in den ersten 100 Handelstagen in einem Wahljahr positiv ist, dann ist er, bleibt er positiv in 93% der Fälle. So die amerikanische Statistik mit einem durchschnittlichen Gewinn von 10,1%. Also da spricht gewissermaßen die Börsenhistorie ja durchaus für ewig steigende Kurse, wie bei Nvidia, die jetzt einmal 2,8 Billionen Dollar wert ist, 300 mehr als der gesamte deutsche Aktienmarkt. Und gestern, respektive seit Vorlage der Zahlen letzte Woche, hat Nvidia jetzt 500 Milliarden Dollar knapp an Marktkapitalisierung hinzugewonnen. Jetzt schauen wir uns mal die Umsätze an von Nvidia. Das ist das Fiskaljahr. Rechts dieser Balken, Fiskaljahr 2024, das geht von Februar 23 bis Januar 2024, also faktisch ist das weitgehend das Jahr 2023. 2024 ist ja noch nicht fertig, deswegen haben wir da noch keine abschließende Zahlen, nicht wahr? Also, wir haben hier also einen Umsatz, faktisch letztes Jahr könnte man sagen, von 60 Milliarden Dollar. Jetzt hat die Aktie knapp 500 Milliarden Dollar hinzugewonnen. Bedeutet, wir haben jetzt innerhalb von um und bei einer Woche mal eben das fast Neunfache des gesamten Jahresumsatzes hinzugewonnen. Mit anderen Worten, Nvidia hat das gewonnen, was man erwartbarerweise in vielen Jahren an Umsatz generieren wird, nicht Gewinn, obwohl die Marge bei Nvidia ja gut ist, mit um und bei 78%. Und deswegen ist das nicht nachvollziehbar, was etwa hier Bernstein-Analyst Stacey Raskin sagt. Also die Aktie sieht immer noch relativ unteuer aus gewissermaßen. Naja, das geht nur auf, wenn sozusagen diese Umsätze weiter explodieren. Das wird schwieriger werden. Nvidia hat ja so ein wunderbares Modell mit Dreiecksgeschäften.
Letztendlich sind da Zirkelgeschäfte, die die Umsätze ein bisschen aufblasen. Das gilt für Cloud, das gilt für die Käufe von Chips. Da hat man immer mehr Partner, die diese Dreiecksgeschäfte machen und sich gegenseitig schön die Umsätze nach oben pumpen. Ja, die Nachfrage ist da, keine Frage. Aber man muss eben immer noch höher, weiter, schneller, sonst würden die Märkte hier sagen, was, wir haben uns das doch ganz anders vorgestellt in unserer KI-Besoffenheit. Hier sehen wir mal, was der Anstieg von Nvidia vorwiegend gewesen ist. Ein Push über Optionen, Zero DTE-Optionen, also Optionen auf Nvidia, die noch am selben Tag verfallen. Das zwang die Market Maker, respektive die Dealer, also die Verkäufer dieser Optionen, mitzugehen, denn die meisten, die diese Optionen kaufen, kaufen Calls, wetten also auf steigende Kurse bei Nvidia, der Dealer wettet gegen die Kunden, also muss er, um sich abzusichern, selber das Underlying kaufen, also die Nvidia-Aktie kaufen, all das bei extrem dünnen Umsätzen, wie da gestern der SPY, das maßgebliche ETF auf den S&P 500, nur 35 Millionen Kontrakte, das ist extrem wenig, weniger als die Hälfte des Durchschnitts. Nvidia hat jetzt gestern 81% über seinen 200-Tages-Durchschnitt geschlossen. Da waren wir schon mal höher, was diese Kennzahl betrifft, also der Schlusskurs über der 200-Tages-Linie. Damals allerdings war die Aktie deutlich geringer bewertet, war auch der Aktienkurs deutlich geringer. Man darf gespannt sein, ob das Theater heute weitergeht, dieser Exzess weitergeht. Und hier sehen wir mal das, was too big to fail ist. Das ist Microsoft mit 3,1 Billionen Marktkapitalisierung. Apple hat 2,9, Nvidia jetzt praktisch 2,8. Man ist also nur knapp über 100 Milliarden Dollar noch von Apple entfernt. Früher oder später wird das passieren, dass Nvidia Apple überholt. Davon bin ich überzeugt, weil Apple einfach ein stagnierendes Unternehmen ist, das sich nicht weiterentwickelt und die KI-Exzesse, die KI-Euphorie wahrscheinlich hier dazu führt, dass eben Apple überholt wird oder dass Nvidia Apple überholen kann. Schauen wir uns mal im Chart an, was gestern passiert ist oder letzten Tage passiert ist, S&P 500. Und das sieht zunächst einmal nach einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation aus. Wir müssten über die Marke von 5.325, um diese negative Formation zu negieren. Kann alles passieren, gar keine Frage. Wir sehen, dass die Dow Jones Transports Aktien, also die Transportwerte, vorher schon ja schwach waren. Der Dow Jones als zuletzt schwächster Index folgt jetzt diesem Muster. Der S&P 500 dagegen hat auf Stundenbasis zunächst mal diese Aufwärtstrendlinie noch verteidigen können. Und ja, es ist kurzfristig eine Erholung möglich. Sehen wir hier beim Dow Jones auf 60 Minuten extrem positive Divergenzen da unten, genauer gesagt oben unten im RSI, meine Damen und Herren, also durchaus möglich, dass da eine Erholung kommt beim Dow, aber übergeordnet haben wir ein hässliches Bild und dieses hässliche Bild heißt S&P 500 Equal Weight, wo also alle Aktien gleichgewichtet sind in Relation zum S&P 500, jetzt auf dem tiefsten Stand seit der Finanzkrise, das heißt, wir sehen nur die Dickfische retten sozusagen den Aktienmarkt, retten die Indizes, machen Schminke auf die hässliche Fratze, denn die ist nicht wirklich hübsch, muss deshalb offenkundig so geschminkt werden durch Nvidia. Und wenn wir uns das zweite Quartal mal anschauen, dann sehen wir Utilities führen, also defensive Werte, Versorger, Stromanbieter etc. Auch das hat mit der KI zu tun, oder? Weil man sagt, die brauchen viel Strom, oder? Und dementsprechend kaufen wir Utilities und hier dieser Kommentar sagt also, die nicht so bullische Equity Rally, wir sehen wahrscheinlich jetzt die Endphasen eines Bullenmarktes, wo sozusagen Sektoren sehr gut performen, die eigentlich defensiv sind. Das Ganze geht so lange, bis der Arbeitsmarkt sich abschwächt und die Fed dann beginnt, die Zinsen zu senken. Also die Zinssenkung als sogar negatives Ereignis, so oder so. Eins sehen wir, dass diese ganze KI-Euphorie immense Kosten verursacht. Hier sehen wir mal, was es kostet, ein ChatGPT-Modell zu trainieren.
Hier sehen wir ChatGPT. Modell Training reicht von 1,7 bis 2,5 Milliarden Dollar laut HSBC. Das ist 17,5 mal mehr als bei ChatGPT 4 und 400 mal mehr als ChatGPT 3. Das heißt, die Kosten explodieren, um diese Modelle zu trainieren. Und das können sich immer weniger leisten. Derzeit leisten es sich die dicken Techfische, weil sie sagen, ja, wir können es doch, aber was ist, wenn sie damit kein Geld verdienen? Ich weise immer wieder darauf hin. Interessant wäre doch mal zu sehen, was verdient ihr mit KI und was habt ihr ausgegeben? Da kann man viel Hoffnung haben und sagen, ja, wir werden ja wahnsinnig Geld verdienen. Aber entscheidend ist doch erstmal, okay, ich will doch erstmal die Fakten sehen, dann kannst du mir deine Träume erzählen. Zeig mir doch erstmal die Fakten. Und die Fakten sehen so aus, dass wir immer mehr Warnsignale in Sachen Nasdaq haben, wie ich gestern schon gezeigt hatte, und zwar so viel wie seit 1990, 2000 und 2007 nicht mehr. Und all das in einer Situation, wo Geld teurer wird. Wir hatten gestern zwei ziemlich üble Auktionen von US-Staatsanleihen. Zuerst eine ganz, ganz schwache zweijährige US-Anleihe-Auktion mit einer Rendite von 4,917%. Das ist die höchste Rendite seit Oktober letzten Jahres. Dann eine nicht ganz so hässliche, aber auch schwache fünfjährige Auktion von Anleihen. Das hat die Renditen nach oben gebracht. Heute 19 Uhr die Auktion einer siebenjährigen US-Anleihe. Also wir sehen dieser Schuldentsunami, der geht weiter. Man zapft den Anleihemarkt an und hier sehen wir mal die Renditeentwicklung. Die zehnjährige jetzt wieder deutlich über 4,566 aktueller Stand. Wir sehen die zweijährige und die zehnjährige. Da geht es seit einiger Zeit wieder nach oben. Geld wird also wieder teurer. Das hat Einfluss auf sehr viele Dinge vom Immobilienmarkt, Hypothekenzinsen bis hin zu den Overnight-Zinsen, die Amerikaner etwa zahlen müssen, wenn sie Aktien kaufen, weil sie in der Regel nur einen Teil der erforderlichen Kaufsumme hinterlegen. Der Rest geht sozusagen auf Kredit. Dafür zahlt man dann Kapitalmarktzinsen oder zahlt Zinsen, die meistens auf dem Kapitalmarktzinsniveau eben sich befinden. Wir sehen gestern die Zinssenkungserwartungen sowohl für dieses Jahr als auch für nächstes Jahr deutlich gefallen. Und hier sehen wir das nochmal auch nach Aussagen von Kashkari, dass man keinesfalls ausschließen sollte, nochmal die Zinsen anzuheben, hat er praktisch gesagt. Wir sollten uns nicht festlegen, weil ja Paul und andere, vor allem Paul gesagt hat, also die Wahrscheinlichkeit sei sehr gering, dass die Zinsen nochmal steigen. Hier sehen wir, dass die Geschichte jetzt wohl eher dazu tendiert, dass die Zinsen erst im November gesenkt werden, glaubt man den Fed Fund Futures hier. 7.11. eine Wahrscheinlichkeit von 44,7%. Also man verabschiedet sich immer mehr von Zinssenkungen und das auch, weil natürlich bestimmte Parameter darauf hindeuten, dass die Inflation ein Problem bleiben wird. Etwa gestern Rohstoffe, bester Handelstag seit Oktober. Hier sehen wir Crude Oil, Kakao, Network, Kaffee, meine Damen und Herren, Kupfer, alles, was jetzt nicht auf dem Baum gekommen ist, ist gestern gestinkt, Network und steigende Rohstoffpreise. Das hatten wir ja schon zuletzt bei den Einkaufsmanagern gesehen. Sorgen vor allem im Gewerbesektor dann für steigende Kosten. Diese steigenden Kosten müssen weitergegeben werden, sonst geht das Ganze auf die Marge. Also Inflationsdruck, vor allem Öl, jetzt gestern im Aufwind. Und wir sehen diesen parallelen Verlauf unten in diesem Chart zwischen der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe und dem Ölpreis. Das läuft weitgehend parallel. Nach wie vor haben wir ja die am heftigst invertierte und längste Zinskurve, die wir jetzt in der Geschichte von die Börse gehabt haben. Also wir sehen, da ist einiges am Machen, meine Damen und Herren. Also spannende Entwicklung, zumal jetzt die Chinesen anfangen, den Yuan abwerten zu lassen. Wir sehen, der Yuan jetzt zum Dollar auf dem niedrigsten Niveau seit November und man versucht jetzt, den Immobilienmarkt zu stimulieren, der das große Problem ist, die große Achillesferse der chinesischen Wirtschaft ist. Viele Megacities erleichtern jetzt bestimmte Regeln, damit die Leute animiert werden zu kaufen. Und wenn wir jetzt nochmal nach Europa kommen oder das Gesamtgeschehen in Sachen Inflation uns anschauen, wir sehen, dass die USA nach wie vor die höhere Kerninflation haben. USA ist hier dunkelblau. Dann liegt man also doch ein Stück weit auseinander mit Europa und etwa Kanada, weswegen die EZB ja im Juni die Zinsen senken will, aber
Vielleicht die Fed gar nicht mehr in diesem Jahr. Wir werden sehen, wenn die Fed nicht senkt, dann wird die EZB eben auch nicht so viel senken können. Da wird man nicht riskieren können, dass eben der Euro so stark zum Dollar abwertet. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Eine finde ich hochinteressante. Diese hier nämlich CO2-Emissionen rückläufig in China. Da sehen wir, dass da etwas passiert hat mit zweierlei Dingen zu tun. Mit welchen Dingen? Das sehen Sie in diesem Artikel, hochinteressant aus meiner Sicht und so ein bisschen das schreckliche Klimanarrativ mindestens in Frage stellend. Das ist die erste Empfehlung und die zweite Empfehlung hat auch mit China zu tun, geht aber um Silber. Der nächste Schub für Silber kommt aus China, so lautet dieser Artikel. Bitte auch gerne weiterempfehlen. Es hilft uns, wenn Sie diese Artikel weiterempfehlen, meine Damen und Herren. Da wäre ich persönlich hochgradig dankbar dafür und sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.